Herzlich willkommen zum vierten Teil unserer Ringvorlesung Digitalisierung, Industrie 4.0 und das Internet der Dinge. Bevor wir loslegen, denken Sie bitte dran, wieder die Handys auszuschalten. Wie immer zeichnen wir das auf und werden es auch in Kürze ins Netz stellen. Okay, dann fangen wir an. Also mein Thema heute, Cyborg Economy Reloaded, vom Kyborg zum Psyborg. Im Englischen funktioniert es leider nicht ganz so, vom Cyborg zum Cyborg. Das ist ein Thema, mit dem ich mich jetzt etwa seit 3 Jahren beschäftigt und bin da irgendwie hängen geblieben. Und ich habe vor einem Jahr hier in der Hochschule schon mal einen Vortrag gehalten zum Thema Cyborg-Marketing und bin an diesem Thema tatsächlich irgendwie hängen geblieben. Und wenn ich jetzt so sehe, was sich in einem Jahr getan hat, dann ist das schon wirklich ganz erstaunlich. Wer von Ihnen war vor einem Jahr dabei? Vielleicht mal kurz die Hand heben. Okay, nicht so viele. Also ein bisschen was werden Sie wiedererkennen, aber ich habe einiges Neues auch dabei. Ja, vielleicht steigen wir einmal mit Begrifflichkeiten an. Was ist eigentlich ein Cyborg? Kennen Sie Cyborgs? Also vielleicht nicht, vielleicht persönlich, kann ja auch sein, aber ja, Sie lachen. Aber vielleicht aus Film, aus Science-Fiction-Romanen oder ähnliches. Kennt jemand einen Cyborg? Irgendwer? Das Ganze? Nein. Also wer? Wer dort? Raumschiff Enterprise. Meinen Sie vielleicht Data? Den? Ja, ob das ein Cyborg ist, müssen wir nochmal gucken. Andere Ideen, was ein Cyborg ist? Ist das ein Cyborg? Nein, das sind Roboter. Ja? Sind das Cyborgs? Da haben wir ihn, den Data. Das andere ist Arnold Schwarzenegger als Terminator. Ist das ein Cyborg? Nee, das ist, also, wer hat Terminator gesehen? Entschuldigung, da oben? Commander LaForge? Oh, ich glaube, ja, das kann sein. Ich bin nicht so ein Trekkie, ehrlich gesagt. Commander LaForge, ist das ein Cyborg? Gucken wir mal. Also, bei Terminator ist es ja so, das ist ja ein Roboter, aber der ist in Menschenhaut drinnen. Aber es ist trotzdem noch ein Roboter, nur eben mit Menschenhaut überzogen. Und deswegen sind das auch keine Cyborgs, sondern das sind Androiden. Ja, Roboter mit menschlichem Aussehen. Wir sind ja an der Hochschule, wir müssen ja schon auch die Begrifflichkeiten klar rücken. Ja. Also was ist jetzt ein Cyborg? Es gibt diesen Begriff Kyber, das ist das altgriechische Präfix für Steuern in der Seefahrt. Und wir kennen den Begriff der Kybernetik, die Wissenschaft von der Steuerung und Regelung. Und dann gab es diesen Begriff Cybernetic Organism und das ist so, daraus hat sich dann so ein bisschen dieser Begriff Cyborg auch gebildet. Oder manche sprechen auch von Cyborgismus, Cyborgism. Und der Begriff, der ist schon relativ alt, er kommt aus dem Jahr 1960, erstmalig von Kleins und Klein erwähnt. Und wenn man mal so nachschlägt, was ist denn so eine gute Definition? Und man guckt mal in Wikipedia rein, da muss ich einen kleinen Exkurs machen, weil wir sind ja hier an der Hochschule, ist immer die Frage, darf ich aus Wikipedia zitieren? Meiner Meinung nach ja, so wie ich das früher vielleicht mal gemacht habe, wenn ich irgendwas ganz Allgemeines auch definieren wollte, früher habe ich halt den Brockhaus genommen, heute finde ich, kann man auch Wikipedia nehmen und der Unterschied ist auch, beim Brockhaus hat ja nur einer geschrieben und hier ja ganz viele, also zumindest um so ein allgemeines Bild mal zu kriegen, was man hinter einem Begriff versteht, ist es, glaube ich, ganz gut. Ja, und dort steht, der Begriff Cyborg bezeichnet ein Mischwesen aus lebendigem Organismus und Maschine. Zumeist werden damit Menschen beschrieben, deren Körper dauerhaft durch künstliche Bauteile ergänzt werden. Da Cyborgs technisch veränderte biologische Lebensformen sind, zählen sie nicht zu den Robotern und sollten auch nicht mit deren Untergruppe, den Androiden, verwechselt werden. Wäre das ja geklärt. Also, was ist jetzt ein Cyborg? Genau. Verwandte Begriffe, da werde ich später noch drauf eingehen. Transhumanismus. Hat schon mal jemand gehört den Begriff? Transhumanismus, den hat man nicht nur im Zusammenhang mit Cyborgs, nämlich aber auch mit Genmanipulation und Genetic Engineering. Biohacking and Grinding, kommen wir nachher noch dazu. Ja, so als Kind der 80er, die so die Einführung des Privatfernsehens in Deutschland erlebt haben, zu der Generation gehöre ich,
Da kannte man auch dann die Serie The Six Million Dollar Man. Ich kannte den Schauspieler früher nur als Colt Sievers, aber auf einmal war er irgendwie so ein Mann, der irgendwie tolle Kräfte hatte, weil man irgendwie 6 Millionen Technik in ihn investiert hatte. Ein anderer Cyborg, auch aus meiner Jugend, hier, Herr Weller, als Robocop. Gab es, glaube ich, vor einiger Zeit auch ein Remake. Und Robocop, ich glaube, die Story geht so, dass der irgendwie von Ganoven über den Haufen geschossen wird, völlig kaputt ist und dann sein Körper wieder aufgebaut wird mit Hilfe von technischen Instrumenten, Maschinen, Roboterarmen etc. Und dann geht er eben sehr effizient und recht brutal auch auf Ganovenjagd. Das sind Cyborgs, also eigentlich Menschen, die aber dann mit technischen Erweiterungen sich von ihrer Leistungsfähigkeit her verbessert haben. So, und dann in den 90ern, dann gab es so, was ich so sagen würde, den digitalen Cyborg. Wer von Ihnen hat Matrix gesehen? Hand hoch. Rote Pille, blaue Pille. Ne? Und später, ich glaube im zweiten oder dritten Teil, kommt er dann raus, dass wir Menschen ja praktisch in so Art Stellen leben und die Maschinen haben die Oberhand, ähnlich wie bei Terminator. Und in Wirklichkeit brauchen sie uns eigentlich nicht mehr nur noch als Energielieferant. Deswegen haben wir hinten auch so ein Interface hier, ne? Stecker rein, Energie raus und damit können die Maschinen existieren. Auf der anderen Seite wäre das natürlich jetzt so, ich meine, welcher Mensch möchte gern so einen Stecker im Kopf haben und dann irgendwie ausgesaugt werden? Auf der anderen Seite wird auch was reingesteckt, nämlich Informationen, dass man glaubt, man sei ganz woanders, nämlich nicht in diesem, ja, so ein Prinzip so wie Vieh gehalten in so einem Stall für die Maschinen, sondern eigentlich in der Realität. Also das, was wir für Realität halten, ist wirklich gar nicht real. Also die Frage ist, sind Sie heute eigentlich überhaupt hier? Oder sind sie nur Energielieferant für eine Maschine? Das ist so die Grundidee. Und letztlich baut die Geschichte von Matrix auf meiner Meinung nach, auf so Geschichten, die ein gewisser Herr Philip K. Dick geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Kennt jemand Philip K. Dick? Also wirklich sehr gute Science-Fiction. Wenn Sie Science-Fiction mögen, sollten Sie das auf jeden Fall lesen. Der ist auch so eine ganz tragische Figur, weil der hat zu Lebzeiten praktisch nichts verkauft und kaum ist er gestorben, kam er groß raus. Das Letzte, was er noch so miterlebt hat, war, er hat Blade Runner geschrieben, das Buch dazu und Minority Report. Also Hollywood hält sich inzwischen sehr gütlich an ihm und hat immer so Geschichten, wo es so geht, ist das jetzt alles real, was wir hier erleben oder ist das vielleicht doch nicht die echte, wirkliche Welt? Und der hat auch eine Kurzgeschichte geschrieben, die auch dann in den 90ern verfilmt worden ist, Johnny Mnemonic. Und da geht es um einen Kurier, der in seinem Gehirn eine Schnittstelle hat. Da geht der USB-Stick rein und bringt dann irgendwie 320 GB an Daten irgendwo an den Mann. Das ist so ein bisschen die Geschichte. Ja, das ist so eine neue Generation von Cyborg. Die ist dann digital und die hat dann auch schon sowas, ja, was Psychisches, irgendwas mit Psyborg in die Richtung. Ne? Irgendwas mit Gehirn und Bewusstsein und Daten. Also man sieht es, dann ist da schon auch in der Science-Fiction ein bisschen was passiert. Okay, und dann bin ich auch mit dem, sag ich mal, historischen Teil fertig dieser Vorlesung. Dazu gehört natürlich auch William Gibson Neuromancer-Trilogie aus den 80er Jahren. Wenn Sie das heute lesen, wirkt es ein bisschen komisch, weil dann von der, zum Beispiel, da gibt es irgend so eine Passage, wo von der unglaublichen Datenmenge von 128 Kilobyte gesprochen wird, die irgendwo transportiert werden müssen. Ne? Das ist so ein bisschen der Begründer von diesem, Cyberpunk ist eigentlich der Ausdruck dafür. Also wenn Sie mal Zeit haben, ist durchaus interessante, eigentlich schon fast historische Lektüre. Ja, also irgendwie Cyborg, irgendwas mit Maschinen. Die Frage ist, bin ich schon ein Cyborg, wenn ich ein künstliches Hüftgelenk habe? Also, ja, wo mache ich da die Grenze? Wenn wir nochmal zu Wikipedia gucken, dann steht da, der Begriff Cyborg bezeichnet ein Mischwesen aus lebendigem Organismus und Maschine. Zumeist werden damit Menschen beschrieben, deren Körper dauerhaft durch künstliche Bauteile ergänzt werden. Ist meine Großmutter ein Cyborg? Also man muss da mal drüber nachdenken. Ja. Andere sagen wiederum, ja, eigentlich das feste Verschrauben ist gar nicht so das Entscheidende, sondern eigentlich eher so, dass ich in irgendeiner Form mit Technik verwachse. Und ich meine, wenn man so guckt, also auch mal Studenten anguckt, in Vorlesungen oder sowas, die sind ja wirklich schon fast verwachsen mit ihrem Smartphone. Ne? Und ist man dann schon sowas wie ein Cyborg? Zumal ich ja auch zum Beispiel, wenn ich solche Smartwatches habe, so eine Apple Watch habe, die kann ja zum Beispiel auch
ja, sowas wie Herzfrequenz und sowas messen. Und dann kann ich schauen, okay, bewege ich mich jetzt zu schnell und oder muss ich mich mehr bewegen, damit ich mehr Kalorien verliere. Dadurch werde ich vielleicht ein gesünderer Mensch. Also habe ich auch meine eigenen Fähigkeiten damit ja schon mal auf eine andere Ebene gehievt. Diese Datenbrillen, also Google Glass und sowas, ne, da geht es ja um Augmented Reality. Ich sehe zwar durch die Brille durch, aber das, was ich sehe, wird ja noch angereichert durch weitere Informationen. Also, keine Ahnung, Navigationssystem oder ähnliches. Und es gibt auch Kontaktlinsen, die das Gleiche leisten können. Und bei Kontaktlinsen ist es sogar so, die können zum Beispiel auch den Glukosespiegel messen. Und ich habe letztens mit einem Diabetiker mal gesprochen, der hat gesagt, ja, das ist zum Beispiel ein Problem bei Kindern. Da weiß man ja nicht, die können es vielleicht gar nicht so artikulieren, wenn sie Diabetiker sind, ob sie jetzt irgendwie was brauchen oder nicht. Und dann könnte man über diese Linsen das auch messen, sich aufs Smartphone schicken und sagt, okay, mein Kind braucht jetzt irgendwie Insulin oder ähnliches. Also da sind durchaus auch sehr, sehr vernünftige und auch sehr, sehr zielgerichtete Möglichkeiten da. Nur mal so kurz, was ich mit Augmented Reality meine, würde ich Ihnen mal kurz in einem Film zeigen. Ich habe vor einem Jahr habe ich noch Google Glass gezeigt, aber Google Glass, finde ich, ist heute so 2013 irgendwie. Und das Neue, neben Oculus Rift, so diese virtuelle Datenbrille von dem Unternehmen, was Facebook gehört, ist im Moment so der netteste Film eigentlich von Microsoft. Look around. Technology is all around us. We use it in every aspect of our lives. It enables us to do amazing things. But what if we could go further? What if we could go beyond the screen? Where your digital world is blended with your real world. Now we can. This is the world with holograms. What will they enable us to do? New ways to visualize our work. I have an idea for the fuel tank. New ways to share ideas with each other. How are things going your end? I just put the images in OneDrive. Perfect. More immersive ways to play. New ways to teach and learn. So put the new trap in the place of the old one. Now what? And tighten here and here. New ways to collaborate and explore the places we've never been. Look at this formation. Let's take a closer look. And new ways to create the things we imagine. Because when you change the way you see the world, you can change the world you see. This is Microsoft HoloLens. Ja, also es gibt für solche Sachen durchaus auch schon richtige Anwendungen auch. Also BMW hat für die Minifahrer auch so eine Brille entwickelt, die sie dann aufsetzen können und das dann als Navigationssystem nutzen können. Also ich muss nicht mehr in die Konsole gucken und bin da abgelenkt, sondern ich habe das in dieser Brille, die dann mit dem Mini verkauft wird und sehe dann, wo ich hinfahren muss. Die nennen es auch Heads-Up-Funktion. Da gibt es auch so ganz nette Sachen wie Einparkhilfe oder auch, wir nennen das X-Ray-View. Das heißt, ich kann mit der Brille dann, wahrscheinlich nicht mit Röntgenstrahlen, sondern tatsächlich mit Augmented Reality, auch in meinen Motor gucken. Also ich kann dann so sehen, wie der Motor aussehen würde, nehme ich mal an. So wird das funktionieren. Ein Thema, was im digitalen Marketing auch eine große Rolle spielt, ist Mobile Payment. Da geht es darum, ja, dass ich mit dem Smartphone irgendwo vorbeilaufe und dann bezahlen kann. Das ist in Deutschland noch nicht so richtig angekommen, weil viele Leute sagen, ja, also entweder ist es nicht sicher oder ich muss so viel Aufwand betreiben, dass es dann irgendwie nicht mehr einfach ist. Und da gibt es solche Armbänder, da ist dann so ein Chip drauf und wenn Sie damit irgendwo an der Kasse vorbeigehen, dann haben Sie praktisch bezahlt. Nun könnte ja irgendjemand dieses Armband klauen und dann kann er mal bezahlen mit Ihnen, aber nicht mit sowas. Das wird dann freigeschaltet, wenn die Herzfrequenz stimmt. Also wenn Sie sind mit Ihrer Herzfrequenz und dann dieses Armband das dann auch misst, nur dann können Sie bezahlen.
Auch das ist eine erweiterte Fähigkeit. Auch das macht mich gewissermaßen ja zum Cyborg. Es gibt ganz tolle Wearables, also nicht nur Smart Watch und Smart Glass und was weiß ich alles. Es gibt auch die Smart Wig, die Smart Perücke. Und zwar von Sony. Also Sony hat ein Patent dafür angemeldet, die können sich auf den Kopf ziehen und dann können sie damit GPS sich orten lassen und angeblich sollen dann die Gehirnströme gemessen werden und dann sagt ihnen die Perücke, wo sie langlaufen müssen. Sehr schön finde ich auch das hier von Microsoft. Also Sie sehen, da sind die ganz großen Player dabei. Die sagt, okay, sie messen in einem BH den Stress von einer Frau, aber jetzt nicht, um zu sagen, Vorsicht, du bist kurz vorm Herzinfarkt oder Burnout. Nein, um ihr zu sagen, wenn du jetzt eine Fressattacke kriegst, hast du keinen Hunger, sondern es ist Stressfressen. Das ist ein bisschen aus der Chauvi-Ecke, ne? Aber keine Bange, es gibt auch was Geschlechtsneutrales, nämlich von Samsung. Und Samsung will Körperfett mit seinem Handy messen. Das nehmen sie in die Hand und dann sagt ihnen das über Elektroden, du bist so dick. Aber die Frage ist, will man das? Möchte ich ein Smartphone haben, was mir dazu sagt, dass ich zu fett bin? Ich weiß nicht. Ne? Also vielleicht ist nicht jede Entwicklung in diesem Bereich wirklich auch sinnvoll. Das muss man vielleicht mal so sehen. Aber sie können inzwischen auch, das ist kein Witz, sie können sich ihre Apple Watch oder ihre Smartwatch auch zum Teil von der Krankenkasse bezahlen lassen. Die AOK Mecklenburg-Vorpommern gibt Ihnen 50 Euro dafür. Warum? Weil Sie ja dann diese Health-Tracker-Funktion haben, das heißt, die messen Ihre Pulsfrequenz und ob Sie sich genug bewegen und Ähnliches. Und das heißt ja, dann schauen Sie auf Ihre Gesundheit, also müssten die Versicherung irgendwann für Sie dann nicht so viel Geld bezahlen, wenn Sie krank sind, weil Sie gar nicht erst krank werden. Ja, also es gibt auch so Überlegungen, ob sich eigentlich so unser menschliches Betriebssystem dadurch eigentlich ändert. Ich habe das vorhin schon gesagt mit den Smartphones, in die ich reingucke. Es gibt ja irgendwie völlig neue Krankheiten heute, sowas wie FOMO, Fear of Missing Out. Das heißt, geht mir zum Beispiel so. Also ich muss immer gucken, habe ich was auf Facebook verpasst? Dann gucke ich immer runter und fühle mich erst wieder gut, wenn ich alles gecheckt habe. Oder es gibt so Sachen wie Phantom Vibration Syndrome. Das heißt, sie glauben, dass ihr Handy klingelt, vibriert hat, aber in Wirklichkeit vibriert es gar nicht. Ja. Oder es gibt einen Wissenschaftler in den USA, hat angeblich herausgefunden, dass wir durch Smartphones Haltungsschäden davontragen, weil wir immer so gebückt durch die Gegend laufen. Und es ist ungefähr so, jetzt haben wir irgendwie mehrere Millionen Jahre gebraucht, um uns von der Amöbe zum aufrecht gegenden Menschen zu entwickeln. Und jetzt mit den Smartphones geht es wieder zurück. Ne? Also irgendwie scheint sich da auch so was grundsätzlich zu ändern. Und das ist ein ganz netter Film, der ist zwar schon 4 Jahre alt, aber der beschreibt, eigentlich kann man das da auch ganz gut erkennen. Und zwar geht es darum, hat ein Vater seiner einjährigen Tochter ein iPad mit nach Hause gebracht, die macht damit ein bisschen rum und dann gibt er ihr eine gedruckte Zeitschrift. Also die erklärt sich von selbst, ist ja Kinder einfach, ich weiß, wenn ich da mit den Fingern drüber wische, dann bewegt sich irgendwas. Aber hier geht es nicht. Ja? Finger? Nee. Schieben geht nicht. Vergrößern, verkleinern geht auch nicht. Blödes Ding. Mal gucken, vielleicht geht das. Geht auch nicht. Kaputt, hä? Blöd. Geht nicht. So ein Mist. Also, ne, diese Technik wird da auch wieder angewandt. Und jetzt ist das für mich auch interessant, ne? Jetzt guckt sie, ja, also, nee, geht nicht, mein Finger ist, wenn ich den da drauf rumdrücke, passiert nichts. Ist mein Finger kaputt? Mal gucken, ist mein Finger kaputt? Ah, nee, er geht. Ah, geht, Finger geht. Gott sei Dank. Alles okay, blödes Ding. Ja, also wieder zurück zu dem. Und was ist da passiert? Also irgendwie, ne? Ich meine, wird die in ihrer Jugend vielleicht nochmal eine Zeitschrift in die Hand nehmen? Geht ja alles nicht. Ne? Und das finde ich ganz nett, was er hier am Schluss schreibt. Steve Jobs has coded a part of her operating system. Da ist was dran. Ne? Also im Prinzip ist jetzt ihr humanes Betriebssystem, wenn man das so ausdrücken mag, da ist irgendwas überschrieben worden oder irgendwas neu programmiert worden. Und wenn wir das von Kind auf lernen, vielleicht werden wir alle schon so zu Cyborgs, ohne dass wir eigentlich was dagegen tun können. Ob wir wollen oder nicht. Allein schon dadurch, dass wir diese Geräte auch nutzen. Ja, es gibt auch solche Sachen, das ist halt Japan. Also ich meine, das ist für
kann man, glaube ich, auch in Deutschland kaufen. Nekomimi, das sind Ohren, die setzen sich auf den Kopf und dann wird ihre Gehirnaktivität gemessen. Und dann wird geguckt, was sie gerade für eine Stimmung haben. Und je nach der Stimmung gehen ihre Ohren in eine andere Richtung. Also ich meine, da sind wir Deutschen von der Technikbegeisterung noch relativ weit entfernt, aber Sie gucken sich das einfach mal an, ne? Also Poker und Schwarzer Peter spielen, geht dann nicht mehr. Ne? Man weiß genau, was sie denken. Kann hilfreich sein. Ne? Es gibt in Sydney gibt es auch sowas, die nutzen das, um Leuten, die sich schwer entscheiden können, eine Entscheidungshilfe zu geben. Sie kennen das. Ne? Nehme ich jetzt das Blaue oder das Rote und ich kann mich nicht entscheiden. Aber unterbewusst wissen sie es eigentlich. Nur wie kriegen sie das aus dem Unterbewusstsein nach oben? Und da kriegen sie auch so ein Ding auf den Kopf gesetzt und dann schauen sich das T-Shirt an und dann sehen sie, je nachdem, wie sich dieser Bildschirm verfärbt, wissen sie jetzt, was sie eigentlich wirklich wollen. Warum nicht? So, eigentlich, dieser ganze Cyborg-Kram kommt eigentlich aus einer ganz anderen Ecke, nämlich einer sehr ernsthaften. Nämlich, angefangen hat es eigentlich damit, dass man Menschen, die Behinderungen haben, die vielleicht sich irgendwo durch einen Unfall oder irgendwie sonst irgendwie eingeschränkt sind, dass man denen hilft. Und das ist auch der Haupttreiber eigentlich bei dem ganzen Thema. Und da hat sich in der Vergangenheit unheimlich viel getan. Was Sie hier in der Mitte sehen, das Bild, das ist ein sogenanntes Exoskelett. Exo außen. Und damit können Querschnittsgelähmte Treppen steigen. Das heißt, das Skelett bewegt dann ihre Beine und sie kommen damit stabil eine Treppe hoch, wenn sie irgendwo sind, wo sie mit dem Rollstuhl nicht hinkommen. Es gibt zig Armprothesen, wir sehen nachher noch ein paar ziemlich ausgefuchste. Sie haben auch solche Sachen wie das hier, das ist ein Arm, mit dem sie noch zusätzliche Kraft haben. Also vielleicht arbeiten sie auch irgendwo, wo sie schwer heben müssen, ist vielleicht auch eine Belastung, Bandscheibe oder ähnliches. Und auf einmal wird ihre Muskelkraft dadurch unterstützt. Es gibt sogar inzwischen bionische Augen. Also Menschen, die blind sind, können auf einmal mit digitaler Technik wieder etwas sehen. Und es funktioniert immer eine Kamera. Und die Kamera nimmt das Bild auf und versucht dann Signale ans Gehirn zu senden, dass das Gehirn umwandelt in eben Bilder. Es gibt eine Frau, Diane Ashworth, die wirklich fast komplett blind ist und die nicht nur forscht, sondern eben auch Probandin dort ist. Und die kann tatsächlich einen Parcours, wo Hindernisse sind, auch tatsächlich bewältigen, ohne dass sie irgendwo dran stößt. Eigentlich komplett blind, aber mit so einem bionischen Auge. Und was man in letzter Zeit immer häufiger sieht, also nicht nur Auge, auch der Gehörsinn, sind Menschen, die so ein Ding am Kopf haben. Sieht aus wie aufgeklebt, das ist ein Cochlea-Implantat. Das ist aber nicht aufgeklebt, sondern ist eigentlich reingefräst in den Schädelknochen. Und dann wird hier, Sie sehen das da, das ist diese Cochlea-Schnecke, da wird hier so eine Verbindung hergelegt, das Ohr wird umgangen, also wenn diese Härchen irgendwie kaputt sind. Und dann wird ein elektrischer Impuls, im Prinzip ist das digital, hier das Innenohr geschickt. Und auf einmal können Leute, die früher mal vielleicht gehört haben, dann ihr Gehör komplett verloren haben, durch Masern oder sowas, wieder hören. Und das wird immer besser und immer ausgefuchst. Das klingt wohl noch etwas blechern, aber inzwischen werden eben auch Neugeborene damit ausgestattet. Ja? Also Leute, die noch nie gehört haben.
Und da verspricht man sich eine ganze Menge davon. Ein digitales Device, um zu hören. Im Prinzip können Sie inzwischen, gibt es so viele Möglichkeiten, Sie können sich einen ganzen Cyborg aus dem Baukasten zusammenbauen. Wir haben pneumatische Muskeln, wir haben künstliche Lungen, wir haben künstliche Herzen, wir haben künstliche Lebern, wir haben künstlichen Magen und wir haben sogar tragbare Nieren. So ein bisschen wie Cyborg-Lego. Ja? Hat natürlich auch einen wirklich ernsthaften Hintergrund. Ich muss vielleicht dann nicht mehr ewig auf irgendwie so eine Transplantation warten, sondern ich kann das auch anders lösen. Also die Medizin ist ein großer Treiber bei diesem Thema. So, aber richtig interessant wird es dann, wenn Sie eigentlich gesund sind und überlegen, hey, kann ich damit doch was besser machen? Also ich bin ein gesunder Mensch, ich kann alles, was andere auch können, aber jetzt möchte ich irgendwas besser können. Und dann kommen wir langsam in die Ecken, wo es so ein bisschen schräg wird. Ja, also das ist ein Bild von Tim Cannon. Der ist der Gründer einer Firma, nennt sich Grindhouse Wetware. Und der hat hier dieses Device installiert, mit dem er seine Körpertemperatur twittert. Also er hat sich das auch, glaube ich, selber gelegt. Da gibt es auch irgendwo ein Film im Netz, ist ein bisschen blutig. Sieht ja noch ein bisschen klobig aus, das kann man wahrscheinlich auch ein bisschen kleiner machen. Und dann twittert das eben. Vor ein, zwei Wochen war irgendwo in Nordrhein-Westfalen die erste deutsche Cyborg-Messe. Da war er auch wieder da. Und da haben sich die Leute dort so eine LED-Sache in die Hand implantieren lassen, die man dann programmieren kann. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen kennt IFTT, If This, Then That. So eine Website, da können Sie praktisch einfache Programmierregeln einsetzen für alles Mögliche. Also man könnte zum Beispiel dann sagen, gerade im Internet of Things ist das sehr wichtig, ich bin im Garten, wenn jemand an der Tür klingelt, dann geht hier mein LED an und ich weiß, ich muss zur Tür. Kann ja mal praktisch sein, ja. Und das sind die Grinder, die das auch selber machen. Es geht hier um Biohacking. Ne? Ich versuche das, was ich bin, noch ein bisschen besser zu machen. Und Grinding heißt so irgendwie reiben, ritzen und sowas. Ne? Und das ist eine immer größer werdende Szene. Das hatte ich in der Einführungsveranstaltung schon. Ne? Manche lassen sich so kleine Magneten in die Fingerspitzen implantieren, um zum Beispiel elektromagnetische Felder auch zu erspüren. Das heißt, man kriegt eigentlich einen neuen Sinn. Einen zusätzlichen Sinn, den man bisher nicht hatte. Oder man kann Büroklammern aufheben. Das ist ein Mann, Rich Lee, ein Cyborg, der hat irgendwann mal, ist er zum Augenarzt gegangen, er konnte auf einem Auge nichts mehr sehen. Also er hat innerhalb von einem Tag auf den anderen fast seine komplette Sehfähigkeit auf einem Auge verloren. Und dann ist er gesagt, okay, das kann mir auf der anderen Seite auch passieren, also möchte ich irgendwas machen. Und dann hat er gesagt, okay, ich möchte vorbereitet sein und hat dann in den Tragus hier, hat er sich einen Sender einbauen lassen und hat er so eine Schlinge um den Hals. Damit kriegt er jetzt so eine Art Abstandsmelder. Das heißt, dann weiß er, okay, wie weit bin ich von dem Hindernis entfernt und kriegt dann wie bei einer Einparkhilfe einen Ton hier ins Ohr. Und damit kann er aber noch mehr Sachen machen, das ist auch ein Richtmikrofon. Er kann Ultraschall hören auf einmal damit. Und er könnte das sogar als Geigerzähler nutzen, um Radioaktivität zu messen. Und der ist relativ viel unterwegs bei diesen Themen. Vor einigen Wochen oder einigen Monaten hatte der mal ein Interview in der Vice. Und da sagt er, eine andere Idee von mir ist ein Nasenimplantat, das Luft filtern, erhitzen und kühlen kann. Damit könnte man seine innere Körpertemperatur verändern, sodass wir mitten im Winter nackt in unserem Haus sitzen könnten, ohne es beheizen zu müssen. Es gibt auch viele biologische Hacks, wie zum Beispiel die Bakterien in Schweißdrüsen zu manipulieren, sodass man anfängt, nach Wassermelone zu riechen, sobald man schwitzt. Oder eine Gentherapie, die die Augen zum Leuchten bringt, sobald man wütend wird. Also ich überlege mir das gerade in der Vorlesung. Das wäre ein cooler Effekt. Ja? Ich glaube, dann wäre es ziemlich schnell ruhig. Ja? Er hat noch andere Dinge im wahrsten Sinne des Wortes in der Pipeline. Ich glaube, wir haben irgendwie auch unter 18 Leute hier, deswegen gehe ich darauf nicht näher ein. Die können sich denken, was da noch so alles im wahrsten Sinne des Wortes in der Pipeline ist. Ja. Den fand ich auch sehr spannend. Ich habe vor 3 Jahren die beste digitale Konferenz in eigentlich Europa ist die Republika und dort war er. Das ist ein Mensch, der heißt Neil Harbison. Und er nennt sich iBorg. Und auch bei dem war das so, der ist eigentlich eine
ein Nachteil, ein Sinnesnachteil, den er hat. Der ist nämlich schwarz-weiß blind. Also das heißt, er ist farbenblind, er kann nur schwarz-weiß sehen. Den hat er eigentlich in eine Stärke umgewandelt. Und zwar hat er Folgendes gemacht. Er hat gesagt, dass die Lebensqualität ist schon ganz erheblich dadurch eingeschränkt, wenn man nur schwarz-weiß sehen kann. Das kann man, wenn man mal drüber nachdenkt, auch gut nachvollziehen. Und dann hat er gesagt, okay, er hat sich jetzt so eine Antenne anbringen lassen, die Sie da sehen, und da vorne ist eine Kamera dran, in Augenhöhe praktisch. Wenn er sich irgendeine Sache anguckt, dann sieht er die Sachen zwar schwarz-weiß, die Kamera ist aber in der Lage natürlich, den Farbcode zu erkennen. Die erkennt, das ist jetzt blau und so viel Cyan und sowas. Und dann insofern kann ich jede Farbe ja irgendwie mit einem Code ausstatten. Und dieser Code wird dann übertragen in einen Ton. Und was Sie da sehen, das Ding ist wirklich hart verdrahtet mit seinem Schädelknochen. Und der leitet Schall. Ne? Das wissen wir. So funktioniert auch die Google Glass über Bone Conduction, heißt die Technologie. Und das heißt, jede Farbe erzeugt bei ihm einen anderen Ton. Und ich weiß, auf der Republika hat er uns dann alle, oder hat er dann viele auf die Bühne geholt und hat denen in die Augen geguckt und hat dann an der Augenfarbe so ein Prinzip, so eine Art Symphonie zusammengestellt. Ja? Jeder hat eine andere Augenfarbe. Und er kann zum Beispiel sagen, Nicole Kidman und Prince Charles klingen ähnlich, weil sie eine ähnliche Augenfarbe haben. Oder umgekehrt geht es auch, Mozart ist für mich eine eher gelbe Erfahrung. Hört sich gelb an. Und er hat gesagt, ja, also zum Beispiel, früher, wenn er in eine Kunstausstellung gegangen ist, dann war das total frustrierend für ihn. Alle anderen, ja, und für ihn alles schwarz-weiß. Jetzt ist es für ihn eine absolute Symphonie, weil er hört diese ganzen Farben auf einmal. So stelle ich mir einen LSD-Trip vor. War auch ganz lustig, der hatte seine Freundin, die haben dann wirklich auch da irgendwie Performance gemacht auf der Bühne, hatte seine Freundin dabei, die hieß Moon, Englisch Mond, ne? Die hatte ein schwarzes Kleid an, und das schwarze Kleid hatte vorne so einen weißen Streifen, und da waren so Farbstreifen drauf, so links weiß, quer die Farben. Und er hat gesagt, ja, das hat er ihr geschenkt, und wenn er sie von oben nach unten anguckt, dann spielt es in seinem Kopf Moon River. Fand ich klasse. Ja. So, also das kann man noch irgendwie als Spielerei abtun, aber kann man jetzt das auch handfest irgendwie anwenden? Also so wirtschaftlich, ökonomisch. Es gibt ja so Leute, gibt es heute schon eine ganze Menge Leute, die sich so RFID-Chips und NFC-Chips hier in die Hand reinsetzen lassen. Hier an dieser Stelle geht es ganz gut, weil da ist relativ viel Gewebe. Und dann könnte man zum Beispiel sein Smartphone entriegeln damit. Ja. Oder er hier unten kann sein Motorrad damit starten. Das heißt, also da brauche ich keinen Schlüssel mehr, sondern nur er kann das Motorrad starten oder jemand, der seine Hand hat. Ja? Und ich weiß nicht, ob das jetzt noch akut ist, 2014 war, glaube ich, diese Aussage hier von NBC, wegen Obamacare, also die Gesundheitsreform in USA durch Obama, bis 2017 wird jeder so einen Chip haben. Ich weiß nicht, ob das noch akut ist, aber natürlich ist die Idee dahinter, Amerika und sozial ist ja immer ein bisschen schwierig, sozial darf nicht so viel kosten, und das kostet natürlich nicht viel. Wenn ich meine Gesundheitsdaten immer dabei habe, dann ist es schon einfacher, Menschen auch zu behandeln. Und das wäre so ein weiterer Faktor, um Kosten auch zu senken. Und es gibt in der Schweiz eine Firma, die das auch tatsächlich als Geschäftsmodell entdeckt hat. Da können Sie sich einen Chip implantieren lassen und die monitoren die Daten dann in Zürich oder wo immer die auch sitzen und sagen dann, okay, wenn wir da was feststellen, irgendeine Anormalität, dann hast du sofort medizinischen Support. Also Sie müssen sich das so vorstellen, Sie gucken sich Fußball an, gehen zum Kühlschrank, holen sich ein Bier, klingelt das Telefon, hallo Herr Wagener, unsere Daten, unser Algorithmus hat gerade berechnet, dass Sie mit einer 92,75%igen Wahrscheinlichkeit in den nächsten 15 Minuten einen Herzinfarkt erleiden werden. Machen Sie sich keine Sorgen, wir haben den Krankenwagen schon losgeschickt, wir holen Sie rein, setzen Sie sich hin, alles okay. Trinken Sie ein Bier, solange Sie noch... Na. Und Sie glauben, das ist Science Fiction? Dann gucken Sie sich mal diesen Film an.
Die Mitarbeiter des Stockholmer Bürokomplexes Epicenter können die Türen oder Kopierer des Hauses nun über einen Chip bedienen, der in ihre Hand implantiert wird. Dieser Chip arbeitet mit elektromagnetischen Wellen. Batterien sind nicht nötig. Anstatt Passwörter einzugeben oder Ausweise vorzuzeigen, müssen die Mitarbeiter nun nur noch ihre Hand vor einen Sensor halten. Das Epicenter wurde im Januar eingeweiht und will innovativen Firmen ein Zuhause bieten. Mitgründer und Direktor Patrick Mesterton sagt: Der Chip hat die Maße eines größeren Reiskorns, etwa 12 mm. Er wird mit einer Spritze eingesetzt und sendet über elektromagnetische Wellen einen Identifizierungscode, mit dem man mit Gegenständen um einen herum kommunizieren kann. Hier kann man beispielsweise Türen mit dem Chip öffnen, man kann geschützte Dokumente ausdrucken, aber man kann auch mit dem Smartphone kommunizieren, indem man so etwa seine Visitenkarte an Leute verschickt, die man trifft. Mesterton und seine Kollegen wollen die Funktionen des Chips noch deutlich erweitern. Außerdem planen sie eine Reihe von Produkten rund um das Elektro-Reiskorn zu entwickeln. Apps etwa, die die Gesundheit der Mitarbeiter checken oder mit denen sich das Essen in der Kantine bezahlen lässt. Ich denke, der Chip kann künftig überall da eingesetzt werden, wo man heute einen PIN-Code, einen Schlüssel oder eine Karte nutzt. Beim Bezahlen zum Beispiel. Ich denke auch an die Gesundheitsvorsorge. Hier könnte man mit dem Arzt kommunizieren und seine Ernährung oder seinen körperlichen Zustand dokumentieren. Das Einsetzen des Chips ist freiwillig und, laut den Herstellern, völlig ungefährlich. Der Metallanteil an dem Minigerät ist so gering, dass es auch von Metalldetektoren nicht aufgespürt wird. Würden Sie das machen? Würde das jemand machen von Ihnen? Ich meine, Sie kriegen ja noch viel mehr Daten. Ne? Sie wissen, wann kommt der Mitarbeiter rein, wann geht er wieder. Theoretisch können Sie ihn auch noch tracken, wenn er nicht mehr auf der Arbeit ist. Wo steht er lange rum? In der Nähe des Kaffeeautomaten? Tolle Möglichkeiten für den Arbeitgeber. Die waren ja irgendwie alle relativ entspannt dort. Aber es gibt sowas schon länger. Sie können auch in Zähnen, gibt es auch sowas, da können Sie einen Zahn in Ihrem Zahn messen. Und das könnten Sie ja dann zum Beispiel nutzen für, dann kriegen Sie vielleicht eine E-Mail, hallo Wagener, du hast zu viel Wein getrunken in letzter Zeit, deswegen zu viel Säure, ist nicht gut für die Zähne, steig bitte auf Bier um oder sowas. Oder überlegen Sie sich, wann gehen Sie zum Zahnarzt? Ja? Also ich schiebe das immer ewig vor mir her. Man könnte auch sagen, ich mache nicht den Termin, sondern der Zahn sagt mir, wann es soweit ist. Schickt dann automatisch vielleicht auch eine Mail an den Zahnarzt raus und der sagt, hallo Herr Wagner, Ihr Zahn hat sich gemeldet. Oder Zahnpflegeerziehung, Sie kennen Runtastic, ne? Das ist immer das, was so die Facebook-Timeline verstopft, wenn Leute wieder sagen, dass sie für 3 Kilometer 45 Minuten gebraucht haben oder ähnliches. Keine Ahnung, heute habe ich 7 Minuten Zähne geputzt, super, I like. Ja? Oder waren nur 2,5 Minuten, das geht besser. Aber es gibt auch sowas, so E-Tattoos, so temporäre Tattoos, die man aufbringt und die dann auch bestimmte Dinge messen können. Also zum Beispiel jetzt hier bei einer Schwangeren, sind die Herztöne vom Kind noch okay? Ist da noch alles in Ordnung? Ich sag mal gut, in Deutschland ist das, ich habe doch einen Frauenarzt, es gibt eine Klinik und alles, aber denken Sie mal an Gegenden, wo vielleicht nicht so eine Arztdichte ist. Ja? Und ich mir sehr gut überlegen muss, wann ich jetzt irgendwie mal zum Arzt gehe. Nämlich dann, wenn ich wirklich muss und vielleicht, dass ich diesen Check dann digital machen kann. Gerade in Afrika, wo ich auf der anderen Seite auch ein recht gut ausgebautes Mobilfunknetz habe, wäre das vielleicht eine Option. Und natürlich die Versicherer. Ich habe in der Einführungsvorlesung ja mal kurz was gesagt zu den Telematiktarifen bei den Autos. Sowas gibt es natürlich inzwischen auch schon für Krankenversicherungen. Die Generali-Versicherung bietet an, wenn Sie gute Daten liefern, dann und sich gesund halten und das auch belegen können, zum Beispiel Smartwatch, was auch immer, dann kriegen Sie einen Rabatt. Würden Sie das machen? Wenn Sie gesund sind, ist es ja okay. Also auch das gibt es schon und das wird natürlich unser Zusammenleben schon auch ein bisschen ändern in Zukunft. Auch sowas finde ich gut. Wenn Sie Leute kennen, die ein Hörgerät haben, also meine Mutter hat zum Beispiel ein Hörgerät und die sagen dann eigentlich immer, also wenn du mir gegenüber sitzt, verstehe ich dich gut. Aber wenn wir in irgendeiner Kneipe sitzen und da sind noch ein paar Alarmquellen mehr, dann ist das für mich nur noch Klangbrei. Und
die Hörgeräte sind ja inzwischen auch digital eingestellt. Und dann sagt man, okay, man versucht, die Sachen, die nicht relevant sind, irgendwie rauszufiltern. So, wenn ich als digitaler Marketingmensch höre, Relevanz und Filtern, dann denke ich natürlich erstmal an Google und Filterbubble und Facebook. Das würde zum Beispiel bedeuten, wenn Sie so ein digitales Hörgerät haben, vielleicht ist es dann in Zukunft, dass die nur noch das hören, was das Hörgerät denkt, was für sie relevant ist. Also wenn meine Frau mich anschreit oder sowas, ist es nicht so relevant. Ne? Oder denken Sie an Amazon. Kunden, die das gekauft haben, haben auch das gekauft. Leute, die das gehört haben, haben auch das gehört. Also hörst du das jetzt auch. Wäre denkbar, ne? Oder denken Sie an Spotify und solche Geschäftsmodelle. Bei Spotify, Sie haben irgendeinen Service, Sie bezahlen dafür, deswegen können Sie das vollumfänglich nutzen, den ganzen Service. Aber wenn Sie nicht so viel oder gar nichts bezahlen möchten, dann haben Sie nur die Basisversion. Dann hören Sie vielleicht nicht alles und dazwischen aber auch noch Werbung. Wäre ja denkbar. Ist alles möglich dann, ja? Das heißt, dass ich dann vielleicht hingehe und sage, okay, ich gehe da jetzt vorne um die Ecke und ich habe Hunger und dann sagt der Algorithmus in meinem Ohr, ah, hallo Herr Wagner, wenn Sie vorne rechts gehen, dann links ist das ein Grieche, da können Sie hingehen. Werbung, die mir dann geschaltet wird. Das ist nicht so weit weg, werde ich Ihnen nachher noch zeigen. So, jetzt, wir reden ja eigentlich vom Psyborg, ne? Vom Cyborg, vom Kyborg zum Psyborg. Und das heißt, wir haben ja bisher vor allem irgendwie über mehr so physische Dinge gesprochen. Jetzt geht es aber auch um eine Erweiterung der intellektuellen Fähigkeiten, um Brain Stimulation. Und in Amerika ist das gerade ein großes Thema. Da lesen Sie relativ viel drüber, nämlich, dass Sie sowas hier machen wie das. Sie haben ja so zwei Elektroden, die werden in Ihrer Schläfe angebracht und dann kriegen Sie Stromstöße. Und dann können Sie angeblich sich mehr merken, Sie können besser lernen, Sie sind besser in Mathe. Und das US-Militär nutzt das zum Beispiel auch angeblich, um seine Scharfschützen besser zu machen. Wenn ich sowas höre, dann denke ich eher an das hier. Einer flog übers Kuckucksnest, guter Film. Ja. Das ist eigentlich eine Therapie, die hat man, glaube ich, wirklich eigentlich so in den 30er, 40er mal gemacht und dann gesagt, ist vielleicht doch nicht so ganz human. Jetzt kommt die irgendwie wieder in den USA. Und dazu möchte ich auch einen kurzen Film zeigen. Es gibt zig Anwender inzwischen, die auf dieser Welle reiten und die Menschen Geräte verkaufen, mit denen sie auf Knopfdruck ihre Leistungsfähigkeit erhöhen wollen, indem irgendwie hier oben an der Schläfe über elektrischen Schlag irgendwie Leistung abgerufen wird. Gibt es zig Sachen. Das ist ein Werbefilm hier für eine Firma, die nennt sich Think, oder das Produkt nennt sich so. Was wir hier sehen, ist der Student, der viel lernen muss, sportlich aktiv, muss viel leisten, hat seine App dabei und schaltet sie sich jetzt erstmal ein. Energy. Natürlich ist er auch noch Quarterback, gehört sich ja so in den USA. Aber nein, er ist auch wissenschaftlich unterwegs, also alles Könner. So, und jetzt ist Schluss. Calm. Und er fährt in den Ruhezustand runter. Und wie gesagt, das sind nicht die Einzigen, die sowas anbieten. Und Sie können das natürlich auch, also ich meine, das gibt es schon länger, das war jetzt so aufgesetzt, noch effizienter ist sowas, wenn Sie sowas mit dem Implantat machen. Also wirklich in den Kopf reinbohren. Auch das gibt es wieder medizinisch schon länger. In Amerika spricht man auch von Deep Brain Stimulation und Sie haben vielleicht schon mal was von einem Gehirnschrittmacher gehört, der eingesetzt wird, um Epilepsie zu behandeln oder Parkinson. Auch Depressionen und auch sowas wie Tourette-Syndrom. Der dann wirklich auch dann fest verdrahtet ist und dann sind sie natürlich auch ein bisschen effizienter, was sowas betrifft und angeblich auch sehr erfolgreich. Und damit wären wir dann beim Brain Interface. Sie erinnern sich noch an das Beispiel vorhin von der Matrix? Da sind wir schon. Und TechCrunch, Marketingblog, sagt, the ultimate interface is your brain. Das ultimative Interface ist dein Gehirn. Und auch in Deutschland und in der EU, wir haben im letzten Jahr, oder die EU hat 1 Milliarde Euro für die Erforschung von genau solchen Dingen ausgegeben. Würden Sie sich so ein Implantat legen lassen, wenn Sie damit Ihre geistigen Fähigkeiten erweitern könnten? Gibt es jemand hier? Hand hoch, der das machen würde?
Keiner? Keiner? Echt nicht? Bundesforschungsministerium, Zukunftsmonitor 2015, 51% der Bevölkerung in Deutschland kann sich vorstellen, sich Implantate einpflanzen zu lassen, wenn diese zur Steigerung der geistigen Fähigkeiten beitragen. Also etwa um die Konzentration oder die Gedächtnisleistung zu verbessern. Also es ist nicht eine Wald- und Wiesenumfrage, das ist hier Bundesforschungsministerium. Ja? Immer noch nicht? So, dann stellen Sie sich mal vor, einen gibt es ja immer, der das macht. Ja? Irgendeiner macht es dann. So, der hat dann meinetwegen hier so eine USB-Schnittstelle und dann schreibt er bei mir Klausur, lädt das Skript drauf, zack, schreibt eine 1 und Sie, armer Schwein, schreiben eine 3,3. Sie haben gelernt und er war vorher einen trinken. Jetzt vielleicht? Also, ich meine, die Frage ist auch, an wem richte ich meine Klausur aus? An dem mit dem USB-Stick oder an dem ohne? Also nochmal, das ist keine Science-Fiction. Wir sind da schon. Und da wird es einem dann schon so langsam ein bisschen anders, ne? Einer von 4 Amerikanern würde sich gern Internet ins Gehirn wünschen. Intel sagt, bei 2020 haben wir alle Chips im Gehirn und damit steuern wir unsere Computer. Und Sie brauchen das gar nicht. Wenn Sie Angst haben vor dem Implantat, das geht inzwischen auch viel einfacher. Das geht minimalinvasiv über Nanotechnologie. Es gibt sowas wie neuronalen Staub. Das sind Minisensoren. Da wird nur ein kleines Loch gebohrt in den Kopf. Und dann werden die da reingepustet und verteilen sich auf der Hirnhaut und können halt dann senden und heilen und informieren und alles. Ganz einfach. Jetzt? So, jetzt sind wir langsam beim Cyborg, ne? Nochmal wieder, medizinisch, wieder einen Schritt zurück. Diese Frau, die Sie hier links sehen, querschnittsgelähmt, seit vielen, vielen Jahren. Und zwar ab hier. Kann nichts mehr bewegen, ja? Unterhalb ihres Kopfes. Und der hat man ein Implantat gesetzt ins Gehirn. Und dann hat sie über diese Gedankenkraft diesen Roboterarm gesteuert und konnte das erste Mal seit vielen, vielen Jahren wieder sich selber ein Stück Schokolade geben. Der Mann hier rechts hat bei einem Arbeitsunfall beide Arme verloren. Also da können Sie keine Prothese mehr hier irgendwo anbringen. Da ist ja nichts mehr Physisches da. Auch der steuert diese Roboterarme, und ich habe jetzt den Film nicht dabei, aber ziemlich exakt auch, über sein Gehirn. Es geht auch noch weiter. Es gibt so Schnittstellen, mit denen können Sie Brain to Text machen. Also das heißt, Sie können über Ihr Gehirn können Sie Text diktieren und der erscheint auf dem Bildschirm. Auch das ist wieder eine medizinische Anwendung. Apallika, also Leute auch mit Locked-In-Syndrom, die gar nichts mehr können, also wo auch keine Regung mehr da ist, aber die noch leben, also sowas gibt es ja. Die haben auf einmal wieder eine Möglichkeit zu kommunizieren. Das war bisher nicht so. Also natürlich gibt es da tolle Anwendungsmöglichkeiten. Aber natürlich können Sie sowas auch wieder ökonomisch nutzen. Sie müssen auch noch nicht mal irgendwie Interface direkt ins Gehirn legen. Sie können Gehirnaktivität auch so messen mit solchen Kappen und dann zum Beispiel Drohnen steuern damit. Und diese Software, die dahinter liegt, ist so clever, dass sie die Gedanken, die nicht zur Steuerung gehören, auch wieder rausfiltert. Und nochmal, wir bewegen uns hier im Mainstream. Die BBC hat in diesem Jahr sowas auch sich angeschaut und wollte schauen, kann ich das Programm auswählen ohne Fernbedienung, einfach nur per Gedankenübertragung. Hat funktioniert. Wir reden hier auch von Digitalisierung, ne? Das ist immer ganz wichtig. Das geht alles nur mit Digitalisierung. Man hat Computer gespielt. Ich habe so einen First-Person-Shooter, ich habe eine Figur gesteuert, also ich nicht, aber ich kann so eine Figur steuern über Gedanken, also über die Gehirnaktivität. Und dann läuft die da irgendwo so lang. Das hat auch geklappt bei Multiplayer-Spielen, dass man gegeneinander gespielt hat. Beide haben ihre Gedanken übertragen. Ganz einfaches Spiel, irgendwie Pong oder irgendwie sowas. Und IBM und Xerox versuchen, Apps zu entwickeln, die ich nicht mehr mit meinen Fingern steuern muss, sondern Kraft meiner Gedanken. Ja, also ich muss nicht mehr so machen, sondern ich denke einfach, jetzt den auswählen, Haken rein, ja. Und tatsächlich geht auch schon sowas wie Gedankenübertragung, Brain-to-Brain-Communication. Noch sehr rudimentär. Ja? Also einer saß in Paris, der andere irgendwo in Indien und dann haben sie irgendwie
Hola und Ciao gesagt. Mehr ging noch nicht. Ne? Aber immerhin, das ging. Übers Netz, übers Internet. So, und das ist ja bei Gedanken, das ist ja eine Sache. Aber richtig interessant wird es, wenn wir dann an Erinnerungen kommen, an Gedächtnis. Die DARPA, das muss man kurz erklären, die DARPA ist der wissenschaftliche Arm des US-Militärs. Die sind früher mal ARPA. Und natürlich, diese ganzen Cyborg-Sachen kommen irgendwie aus dieser Ecke, weil die natürlich irgendwie was Gutes tun wollten für ihre Kriegsversehrten. Deswegen haben die gesagt, okay, die haben ihren Arm verloren, also müssen wir da irgendwas tun für die Veteranen. Und jetzt haben sie natürlich teilweise auch nicht nur Verletzungen, wo sie eine Extremität verlieren, sondern sei es durch physische Einwirkung oder durch Traumata, ihr Gedächtnis verloren haben. Und genau da setzen die an und sagen, okay, wir versuchen, diese Erinnerungen wiederherzustellen. Die APA hat auch mal das Internet erfunden, ne? 1960er Jahren, nur mal so nebenbei. Also da gibt es ganz, ganz viel, die sind ein ganz starker Treiber an diesen Ecken. Und jetzt nehmen Sie das, was ich gerade gesagt habe, und merken sich das mal und hören mal bei den nächsten beiden Folien genau zu. Und dann fassen Sie das mal im Kopf zusammen. Hat es damit erstmal gar nichts zu tun. Ein Forscher, ein DNA-Forscher, hat versucht, DNA als Speichermedium zu nutzen. Das hat man schon länger versucht. Man hat mit Lachs-DNA festgestellt, dass man das prima als Speichermedium wie eine CD-ROM oder wie so eine Festplatte nutzen kann, als Write-Only, also nur einmal draufschreiben. Und jetzt haben die das auch mit menschlicher DNA versucht. Und man hat, witzigerweise hat er sein eigenes DNA-Buch versucht, auf DNA zu speichern. Und das Interessante dabei ist, erstens hat zwei Vorteile gegenüber so klassischen Speichermedien. Ich kann auf einem Gramm DNA 700 Terabyte speichern. Also richtig viel. Und was ist das Besondere an DNA? Im Gegensatz zu einer CD-ROM, was ist der Unterschied zwischen DNA und einer CD-ROM? Das wäre mal eine gute Prüfungsfrage. Was ist das Besondere daran? Ja, also eine CD-ROM ist irgendwann Murks, eine Festplatte ist irgendwann Murks, die geht kaputt. Aber DNA habe ich ja über Jahre von Millionen von Jahren so. So, und man sagt, ja, das ist doch super, jetzt können wir alles speichern. Das ganze Wissen der Menschheit. Jedes Buch, jedes Katzenbild, jedes Katzenvideo, alles, jedes Gespräch können wir speichern und für die Nachwelt in Millionen von Jahren noch weitergeben, noch erhalten. Denken Sie jetzt mal kurz an die Gedanken, ja, die ich wieder reinsetzen kann. Und dann nehmen Sie das hier. Eigentlich ein ziemlich, wie ich finde, also ethisch, auch wenn es nur Mäuse sind, finde ich, ist es ethisch eigentlich nicht vertretbar. Aber wie gesagt, ist ausprobiert worden. Man weiß ja schon länger, man vermutet schon länger, dass durchaus auch Erfahrungen vererbt werden können. Also Menschen, die traumatische Erlebnisse haben, scheinen die irgendwie in irgendeiner Form auch weiterzugeben an ihre Kinder. War man sich ja bisher nicht so richtig sicher, wie das, ob das so funktioniert, ob es dann nicht vielleicht doch wieder Prägung ist. In diesem Versuch hat man Mäuse genommen und hat denen Kirschblüten gezeigt. Und offensichtlich scheinen Mäuse auch gerne an Kirschblüten zu schnuppern. Also eher eine positive Erfahrung. Und dann hat man denen aber Stromstöße gegeben. Und dann so wie so ein Pavlovscher Reflex, ne, hat die Maus gelernt, Kirschblüten heißt Stromschlag. Also ist sie nicht mehr an die Blüten hin. So, das Interessante war jetzt aber, dass wenn man die Kinder dieser Mäuse genommen hat und möglichst bald dann auch getrennt hat, sodass die Maus keine Chance hatte, das hier irgendwie mitzuteilen, ja, dass die dann auf einmal auch Angst hatten vor Kirschblüten, obwohl sie diese Erfahrung gar nicht selber gemacht hat. Das heißt, dass sich Informationen, Erbgut, ja, also auch Erfahrungen irgendwie auf der DNA entsprechend auch festlegen. So, und jetzt nehmen Sie die drei Sachen mal zusammen. Ich kann Speicher ersetzen im Gehirn, ich kann auf DNA speichern und ich kann bestimmte Dinge modifizieren, sodass sie auch vererbbar sind. Das würde zum Beispiel bedeuten, wenn man jetzt wirklich mal ein bisschen weiterspinnt, nehmen wir mal ein vermeintlich positives Ding. Wir haben irgendwie gerade, ja, wir leben irgendwie in einem Leben gerade, das auch von Terror geprägt wird, ja, in Paris. Dann könnte man doch sagen, gut, wenn solche, dann nehmen wir doch die demokratischen Werte, schreiben sie auf DNA und geben sie so an unsere Kinder weiter. Und das Gleiche machen wir in Syrien auch noch. Dann ist es ein bisschen gruselig, ne? Also man könnte es ja auch noch ganz anders nutzen. Ich meine, das finde ich schon gruselig genug. So, damit wären wir auch bei Risiken und Nebenwirkungen.
es gibt einen Spruch von einem Sicherheitsexperten von McAfee, der Virenfirma. Man muss davon ausgehen, dass alles, was vernetzt ist, angegriffen werden kann und wird, bis hin zur Zahnbürste. Im letzten Jahr, also ich glaube, in Amerika gab es, glaube ich, keinen Autohersteller, dessen Auto nicht gehackt worden ist. Ford, General Motors. Und zwar läuft es immer über diese Connectivity-Schnittstelle. Das heißt, die sind ja alle dann auch irgendwie vernetzt. Und VW lässt grüßen, wenn sie das Auto zum Warten bringen, dann der Mechatroniker, der stöpselt ja ein und lässt dann das Auto durchlaufen. Das heißt, der testet, okay, Motor an, Lenkung geht. Wenn sie sich da reinhacken, können sie das Auto kapern und irgendwie gegen eine Wand steuern. Bumm. Extern. Sie können ein Auto hacken. Das ist das Internet of Things. Sie können alles hacken. Auch ihre Zahnbürste. So, jetzt denken Sie nochmal an diese Chips von vorhin, von der Firma. Hat man auch in diesem Jahr versucht, wie man die hacken kann. Da hatte jemand so einen Chip und hat man einfach daneben so ein Smartphone gelegt, das hat dann gefunkt, so ein Skript geschrieben und hat dann die Daten ausgelesen. Gut, jetzt kann man sagen, ja gut, dann kann halt irgendwie noch ein zweiter irgendwie den Kopierer anmachen oder ausmachen. Ne? Aber man kann die Daten auch überschreiben. Vielleicht wird es ja irgendwie auch unter dem Aspekt des Terrors irgendwann soweit kommen, dass wir alle so einen Chip fragen müssen, damit wir uns identifizieren können. Und wenn ich den überschreiben kann, also entweder kann ich mich als jemand anders ausgeben, komme dann rein, oder noch perfider, jetzt bin ich nicht mehr Andreas Wagener, jetzt bin ich Hans Wurst. Oder sagen wir mal, ich werde ausgebürgert, ich bin auf einmal bosnischer Flüchtling. Ist möglich, ja. Und das erklären Sie dann mal jemandem. Nee, das ist todsicher, funktioniert. Bundesinnenministerium hat das überprüft, kann gar nicht sein. Wie war der Spruch von? Na, ist jetzt egal. Ja, das ist auch schon fast ein Klassiker, der 8 Jahre her, Dick Cheney, der ehemalige Vice President der USA, hatte einen Herzschrittmacher. Und früher waren diese Herzschrittmacher ja irgendwie, da kam dann hier so ein Kabel drauf und dann war hier so eine Box, darüber wurde die gesteuert. Mittlerweile sind die fest drin und werden natürlich über Wi-Fi, über WLAN angesprochen. Damit werden die justiert und ähnliches, da muss nicht immer wieder das Ding rausgeholt werden. Das geht über so eine Funkverbindung. Und auch die kann ich hacken. Und davor hatte der Angst. Und deswegen hat er sich 2007 den wieder rausnehmen lassen. Weil er Angst hatte, dass auf ihn auf die Art und Weise eine terroristische Attacke verübt wird. Und ich weiß nicht, ob Sie, wenn Sie Serienfans sind, dann kennen Sie vielleicht die Serie Homeland. Da ist genau das passiert, also in der Serie. Das heißt, da wurde es auch wirklich nachgespielt und da hat es der Vizepräsident leider nicht überlebt. Ja, da wurden diese Daten an Terroristen weitergegeben und die halt dann entsprechend den Herzschritt mal runtergedreht hat. Auch keine Science Fiction, das ist möglich. Und man sieht es an der konkreten Angst, die er hatte. In Stanford haben Forscher versucht, eine Maus fernzusteuern über optoelektronische Signale. Ja, also mit so einer Leuchtdiode und dann wurde im Prinzip ein ausgeschaltet und dann wurde die auch durch so ein Labyrinth gesteuert. Rechts, links, rechts, links. Was bei Mäusen geht, geht es auch bei Menschen? Manchmal schon. Ganz neues Ding, das scheint irgendwie auch ziemlich anerkannt zu sein, ein ganz neuer Artikel. Da geht es darum, dass wir inzwischen einen Fingerabdruck von unserem Gehirn machen können. Und zwar auf Basis der Hirnaktivität. Offensichtlich deshalb, weil sie irgendwie immer weiter runtergehen können, was so die Gebiete gibt, wo Hirnaktivität im Kopf stattfindet. Und damit dran kann man dann angeblich feststellen, ob ich der gleiche bin, der jetzt in einem Scanner lag oder nicht. Stellen Sie sich vor, Sie sind am Flughafen und Sie gehen einfach durch so einen Scanner und dann wird gesagt, ah, okay, das ist ja der Wagner. Alles okay. Was aber dabei anfällt, das sind sogenannte, und den Begriff kennen Sie, Metadaten. Metadaten, Vorratsdatenspeicherung und so weiter. Und ich glaube nicht, dass man für Gehirnaktivität nochmal ein extra Gesetz braucht zur Vorratsdatenspeicherung. Also wahrscheinlich ist das damit abgedeckt. Das heißt, Sie laufen irgendwo durch und dann kann jeder sagen, ah, der Wagen ist wieder da. Das sind auch Bewegungsdaten. Wir kannten das bisher nur vom Netz. Das heißt, ich war auf irgendeiner Website, dann bin ich dort gegangen, dann dorthin. Jetzt kann ich das vielleicht auch anhand von Gehirnaktivitäten tun. Aber Sie wollten die Vorratsdatenspeicherung, ja, oder? Also es gab jedenfalls keinen großen Aufstand dagegen. Ja. Das finde ich auch sehr interessant.
Und da gehen wir dann wirklich ans Eingemachte. Interessanter Versuch. Man hat jemand eine Virtual Reality Brille aufgesetzt. Oculus Rift. Wenn Sie die schon mal aufgesetzt haben, das ist ganz lustig. Also dann denken Sie wirklich, Sie sind in einem anderen Raum drin und können sich in diesem Raum auch bewegen. Und auf diese Brille wurde aber von einer anderen Kamera etwas übertragen. Und der hat die Brille aufgesetzt und diese Kamera nahm praktisch die Leere auf. Das heißt, hat er an sich runtergeguckt, hat er seinen Körper nicht gesehen. Und jetzt ist man hin und hat unter die Kamera einen Pinsel gehalten und den auf und ab bewegt. Also hat er an sich runtergesehen, hat seinen Körper nicht gesehen, aber einen Pinsel, der sich bewegt. Und zusätzlich hat man ihm aber noch mit dem Pinsel auch berührt, sodass er gesehen hat, da ist ein Pinsel, ich spüre was in meinem Körper, aber ich sehe meinen Körper nicht. Das heißt, der dachte, der ist unsichtbar. Also er wusste natürlich, ich bin ja noch da, aber er hat sich nicht gesehen. Und das hat die Leute völlig verrückt gemacht. Ja? Also sie können damit Realitäten vorgaukeln, die in Wirklichkeit gar nicht so existieren. Und jetzt nochmal die Matrix-Frage, existieren wir überhaupt oder glauben wir nur zu existieren? Also langsam kommen wir zu den richtig großen Fragen. Ja? Und jetzt nochmal, denken Sie nochmal kurz drüber nach. Wenn Erinnerungen wiederhergestellt und menschliche Entscheidungen extern erzeugt werden können, wie bei der Maus. Also wenn Erinnerungen wiederhergestellt und menschliche Entscheidungen extern erzeugt werden können, woher wissen wir dann, dass es unsere eigenen sind, dass es unsere eigenen Entscheidungen sind und dass es unsere eigenen Erinnerungen sind? Sind Sie sicher, dass Sie heute auf eigenen Willen hierher gekommen sind? Sind Sie sicher, dass Sie überhaupt hier sind? Oder hängen Sie noch bei der Matrix? Ja? So, jetzt kommen wir zu Philosophie und Moral. Kleiner Break. Ja. Dieser Mann hier, Julian Huxley, ist der Bruder von Aldous Huxley, wieder Science Fiction, Brave New World, Schöne neue Welt geschrieben. Und dem wird so die Erfindung oder ja, so die Fußnote zugeschrieben für den Begriff Transhumanismus. Was ist Transhumanismus? Also ich habe das ja vorhin schon mal erwähnt. Transhumanismus heißt den Menschen und die menschliche Schöpfung auf eine neue Ebene heben. Und von ihm kommt eben der Spruch, ja, also das ist nicht mehr so, wie Hobbes es mal beschrieben hat, wir sind irgendwie alle schlecht und das Leben ist hässlich und kurz, sondern wir haben es doch in der Hand, unser Leben zu gestalten, uns irgendwie noch besser zu machen. Also da ist auch so die Idee, nicht Gott ist der Schöpfer, wir haben es doch in der Hand, wir können das doch alles irgendwie bewegen. Und da kommen so Begriffe wie Cryonics, das ist so, kam noch so aus den 80ern und 90ern, dass man sich, wenn man tot ist, einfrieren lässt sofort. Und dann, wenn die Medizin soweit ist, dass man sich dann wieder auftauen lässt und dann eben auch entsprechend wieder belebt wird. Kennen Sie wahrscheinlich, ne? Cyborgismus geht auch in diese Richtung, weil ich sage ja, ich akzeptiere nicht das, wie ich so bin, sondern ich habe doch die Möglichkeit, die technische Möglichkeit, mich noch besser zu machen. Das heißt, ich greife auch in die, je nachdem, wo Sie stehen, also entweder in die Schöpfung oder in die Evolution ein. Ich bin meine eigene Evolution. Im Prinzip gibt es immer so zwei Pole. Das eine ist, ich habe die Möglichkeit, ich bin's, ich ist meine Freiheit, ist mein Körper. Kann mir keiner reinreden. Und der andere Treiber ist, möge der Bessere gewinnen. Denken Sie an die Prüfungssituation. Hat doch jeder das Recht, in den Wettbewerb zu treten. Wir sind doch im freien Land, in der Marktwirtschaft. Ich will die einschreiben. Nur wurscht, wenn die ihren Chip nicht in den Kopf laden und halt bei 3,3 hängen bleiben. Genetic Engineering. Also wenn Sie auswählen, bei Ihrem Kind, ob es nun blauäugig blond ist und ein IQ haben soll von 180, dann ist das ja auch was Kompetitives. Ja? Auch das können wir machen. Das ist auch Transhumanismus, dass wir das selber in die Hand nehmen. Auf der anderen Seite steht auch so ein Begriff wie Eugenics, Eugenetik. Das ist zu sagen, okay, wir sehen das mehr so als Ganzes. Wir möchten die schlechten Entwicklungen eliminieren, so die schlechten Gene eliminieren. Anderer Eugenetiker ist ein gewisser Francis Galton, den habe ich auch in vielen Vorlesungen bei mir drin. Da geht es eigentlich auch er hat so ein bisschen das Crowdsourcing entdeckt im 19. Jahrhundert, das ist aber gleichbedeutend, oder er ist auch gleichzeitig auch der Begründer der Rassentheorie. Und wenn Sie sagen, okay, das sind Sie relativ schnell beim unwerten Leben auch. Ne? Es gibt zum Beispiel bei den Cochlea-Implantaten, haben sich viele Gehörlose beschwert und haben gesagt, was da passiert mit diesen Cochlea-Implantaten, das ist ein Genozid. Weil was ihr macht mit dieser Technik, ist, dass ihr, ich weiß nicht, Rasse möchte ich nicht sagen, aber die Gattung der Gehörlosen ausrottet. Uns gibt es dann nicht mehr. Das ist ein Genozid.
Wieso wollt ihr uns ausrotten? Wenn jeder so ein Implantat hat, kann ja jeder hören. Dann gibt es uns ja nicht mehr. Ja, also das sind auch schon Dinge, wir müssen dann schon überlegen, okay, was tue ich da eigentlich, wenn ich so Cyborg bin und wenn ich mich da erweitere? Möchte ich das? Kann ich das auf der anderen Seite auch verwehren? Gender Studies, eigentlich so eine ähnliche Sache, so wie sagen, haben wir ja relativ häufig gehabt, ich lege fest, was ich für ein Geschlecht habe. Ich bin weder Mann noch Frau, ich bin irgendwas dazwischen. Bei Facebook habe ich 50 Gender Identities, die ich auswählen kann. Das ist Genderforschung. Feminismus geht in eine ähnliche Richtung, gehört dazu, muss man immer eigentlich erwähnen, wenn man über Cyborgs spricht. Donna Haraway hat 1965 ein Buch geschrieben, das Cyborg Manifesto, ist so, manche sagen Feministin, manche sagen einfach Wissenschaftstheoretikerin. Da ging es damals darum, zu sagen, okay, wenn ihr irgendwie feministisch, relativ schwer zu verstehen, aber so interpretiere ich das, wenn ihr argumentieren wollt als Frauen, dann dürft ihr eigentlich nicht euch als Frauen beschreiben gegenüber den Männern, sondern einfach, dass alle gleich sind, weil ihr legt doch fest, was ihr seid. Ja? Klar, das spielt da auch eine Rolle. Also überall ist dieser Transhumanismus-Gedanke aktuell enthalten. Und wenn Sie den weiter spinnen, dann kommen Sie eben, wie gesagt, auch in die Moralfragen rein. Die katholische Kirche hat ein Problem natürlich mit Transhumanismus. Klar, Eingriff in die Schöpfung. Auf der anderen Seite werden solche Fragen hier gestellt. Time to start looking at Cyborg as a gender identity. Was bist du, Mann oder Frau? Ich bin Cyborg. Ja, weil es auch nochmal eine eigene Identität ist. Also so sehen Leute sich dort auch. Es gibt sogar in Deutschland eine transhumanistische Partei. Und es gibt auch Leute natürlich, also verschiedene Cyborgs, die sagen, ey, ich möchte, dass meine Rechte geschützt werden. Ich möchte nicht, dass mein Cochlea-Implantat gehackt wird und dass ich dann nur noch das höre, was ich hören soll. Wer schützt mich denn davor? Und wir werden in Zukunft noch sehr viel mehr solche Fragen stellen, denn wo fängt Mensch an? Oder wo hört Mensch an und wo fängt Maschine an? Wir reden auch relativ viel über artifizielle Intelligenz aktuell, über AI, Artificial Intelligence. Also dass Maschinen auch immer klüger werden. Und manche sagen auch, irgendwann gibt es diese Singularität. Und in diesem Kontext ist damit gemeint, das ist der Punkt, wo die Maschinen klüger werden als wir. So Matrix-mäßig oder Skynet bei Terminator. Was passiert denn dann, wenn man dann unterjocht von den Maschinen? Und wenn das aber dann mal so ist, manche sagen, eigentlich ist das gar nicht das Problem, dass Maschinen intelligenter sind. Das Interessante ist eher, dass Maschinen irgendwann ein Bewusstsein entwickeln werden. Denken Sie an Stanley Kubrick, HAL 9000, ja, der Roboter, der auf einmal irgendwie sich verselbstständigt. Aber wenn Maschinen auf einmal ihr eigenes Bewusstsein entwickeln, wie grenze ich denn dann den Cyborg noch ab? Kurzweil, irgendwie Forscher bei Google, sagt 2045 wird das passieren oder sowas, ne? Also irgendwann in den nächsten Jahren. Wie unterscheide ich dann noch zwischen AI und Cyborgs? Gibt es dann vielleicht Maschinenrechte zusätzlich zu Menschenrechten? Darf AI, also dürfen Maschinen dann wählen? Und ist eine Frage, die diskutiert wird aktuell auch in der Wissenschaft. Darf AI wählen, wenn sie ein Bewusstsein hat und intelligenter ist als die Menschen? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie da noch gute Entscheidungen trifft, ist ja auch da gegeben. Ne? Aber was ist denn mit Cyborgs? Wenn ich jetzt sage, nee, Maschinen dürfen nicht wählen, dürfen dann Cyborgs wählen gehen? Oder müssen die mindestens 51% Mensch sein? Oder woran mache ich das fest? Gilt der hippokratische Eid auch für Cyborgs? Weil eigentlich bezieht er sich ja auf Menschen. Sind die dann noch Menschen oder nicht? Wird Stromversorgung irgendwann mal ein Menschenrecht werden? Im Körper? Weil sonst kann ich ja meine Geräte nicht nutzen. Also all das sind Fragen, die wir uns heute vielleicht noch nicht so richtig stellen, aber die auf uns zurollen werden. Und nochmal, also wir sind schon sehr, sehr weit. Und das sind Fragen, das sind gesellschaftliche Fragen, die stellen wir uns aktuell noch gar nicht, aber das wird mit Sicherheit kommen. Solche Sachen sind natürlich auch moralisch ein bisschen problematisch. Auch schon ein älterer Versuch, da hat man bei Käfern im Larvenstadium Chips implementiert. Und als sie dann geschlüpft sind, war dieser Chip fest verwachsen mit dem Käfer. Warum? Um sie als Drohnen zu benutzen. Und zwar Drohnen, die man nicht einfach so orten kann. Passiert das irgendwann nochmal mit Menschen? Wenn man es mit anderen Lebewesen auch schon tut? Wäre das okay? Wäre das nicht okay? Noch ein Wort, letzte Folie.
Zur virtuellen Realität. Denken Sie nochmal an dieses Beispiel mit dem Pinsel und der Datenbrille. Und jetzt stellen Sie sich mal einen Legebatterienhuhn vor. Wir alle möchten, also ich möchte zumindest immer Eier von freilaufenden Hühnern haben. Stellen Sie sich mal vor, dieses Huhn hat so eine Datenbrille auf, also eine Virtual Reality Brille auf. Und sie ist zwar das Huhn ist zwar in der Legebatterie, aber Sie spielen ihm vor, es ist auf der grünen Wiese. Wenn es nach draußen guckt, ist es auf der grünen Wiese. Ist es dann das Ei, was Sie dann essen, ist es das Ei einer freilaufenden Henne? Oder nicht? Weil, also sie glaubt ja, sie sei freilaufend. Sie ist es nicht, aber sie glaubt ja, es sei so. Und dann noch ein Ding, und da wundere ich mich manchmal schon, was so Wissenschaftsförderung so zulässt. Das ist ein Projekt, was tatsächlich mit EU-Mitteln gefördert wird. Und hier geht es um die Art oder die Frage danach, wenn ich solche virtuellen Realitäten auf den Strafvollzug übertrage, welche Konsequenzen hat das? Überlegen Sie sich, da ist ein Mann, hat jemand umgebracht. Er hält 25 Jahre. So, und jetzt könnte man überlegen, okay, wenn der 25 Jahre in den Knast geht, erstmal kostet es sehr viel Geld, das ist wahrscheinlich die Hauptmotivation dahinter. Und dann ist es ja so, der wird ja nicht nur er bestraft, sondern vielleicht hat er noch irgendwie ein junges Kind. Und das verliert er seinen Vater für 25 Jahre. Das ist ja sowas wie Sippenhaft. Ist das moralisch vertretbar? Und jetzt könnte man ja sagen, dann machen wir es doch einfach so, wir versetzen den in eine virtuelle Realität, wo er glaubt, er sei 25 Jahre im Knast. In Wirklichkeit holen wir ihn nach einem Tag wieder zurück. Wäre das okay? Weil, ich meine, hat ja viele Vorteile. Erstmal sparen wir Geld, wie gesagt. Und zweitens, das Kind ist ja dann nur einen Tag älter und nicht 25 Jahre. Kann also mit seinem Vater aufwachsen. Gut, der wird es nicht ohne Traumata überstehen, vermutlich. Es ist natürlich, gut, die Abschreckung, wenn man an Strafe als Abschreckung glaubt, das wird wahrscheinlich auch hinhauen, weil das ist bestimmt psychisch nicht so ohne weiteres zu verarbeiten. Aber über sowas wird aktuell geforscht. Mit EU-Geldern, mit unseren Steuergeldern. Und zwar nicht in USA, sondern hier bei uns. Ja, ich komme zum Schluss. Also, normalerweise bin ich ja jemand, der eigentlich eher darauf hinweisen möchte, was das Internet und die Digitalisierung alles an tollen Möglichkeiten bringt und nicht nur die negative Seite zu sehen. Jetzt habe ich heute eher wahrscheinlich so einen etwas negativen Grundton drin. Aber mir geht es eigentlich um Folgendes. Also viele Entscheidungen, die wir heute treffen, gesellschaftliche und politische Entscheidungen, Vorratsdatenspeicherung, Leistungsschutzgesetz, Netzneutralität. Das sind alles Dinge, da kann man sagen, ist doch nicht so schlimm. Es ist im Moment, was passiert da großartig? Ich sehe es nicht so, aber man kann so argumentieren. Aber diese Entscheidung, die wir heute treffen, denken Sie an die Gehirnaktivitäten, die sind sehr viel weitreichender, die sind sehr, sehr umfangreicher, als es uns heute vielleicht klar wird auf den ersten Blick. Und dafür muss man, glaube ich, auch ein bisschen sensibilisieren, denn heute entscheiden wir über diese Zukunft. So, eine Folie noch. Es gibt, ich habe gesagt, nicht nur negativ, es gibt ja auch was Positives. Die beste Cyborg-Erweiterung, die Sie heute gesehen haben werden, wird diese sein. Also es gibt ja Leute, die machen das mit der Augenhöhle. Es gibt auch Zahnimplantate, um Flaschen zu öffnen. Und wenn Sie noch ein paar Fragen haben, dann machen wir die noch. Danach gibt es draußen Bier, das ist sozusagen das Stichwort. Vielen Dank, das war's.